Der Silvester findet am 31. Dezember statt und am 13. Januar. Wir wollen den Leuten eine Freude machen damit und ein gutes Neues wünschen. Ich bin der Hampi Knüpfel, komme vom Schlättli zu Hondwil und dann gerne Silvester Klausen. Bei mir ist es so, ich fange einmal, wenn man nichts gerade Hüte machen muss, nach den Weihnachtstag rüsten, dann ist eine Art das Gewand herstellen. Eigentlich jetzt wie bei uns, wir gehen die Schuhwüste klausen. Da ist eine Art in Käsischli, in Gümeli, dass eine Art noch einen schönen Geruch gibt. Der Tagesablauf von uns ist einmal, wir können am Morgen zusammen. Dann gibt es einmal das Morgenessen. Dann wird vielleicht die Säule noch angestimmt. Und dann geht man auf den Strich. Dann wird meistens klauset mir dann so 4-5 Stunden, nehmen wir ein bisschen länger so gerne, je nachdem. Und dann ist der nächste Halt, dann geht es dann zu trinken und zu essen. Und dann geht man wieder weiter, und dann essen wir noch zur Nacht. Dann geht dann auch wieder so 2-3 Stunden und nachher noch den letzten Teil, bis man den hört. Der Ablauf, wenn wir an einen Hof hinkommen, die Vorrolle. Laufen voran, dort tänzeln voran, springen voran und rollen und tänzeln vor dem Haus. Und dann kommen die Schelle hinein. Und dann schellen die und dann am Schluss ist dann noch eine Rolle. Und dann, wenn alle komplett sind, hören die Rolle dann auf, rollen und die erste Schelle hört auf. Und so dann bis zum letzten Schellen, bis zum letzten Schlag. Und dann wird das Säule angestimmt. Und wenn das fertig ist, fangen die Rolle wieder an zu rollen und die Schelle schellen. Wenn es ganz gut geht, gibt es einen Schluck Wein dazwischen. Und nachher darf man ein gutes Neues wünschen, sich bedanken. Und dann geht man weiter zum nächsten Haus. Was ist Silvester, Klausen? Herzblut. Schöne Tage. Die Leute können eine Freude machen. Für mich die grössten 2 Tage im Jahr. Vorfreude und Silvester selber.